war früher Punk. Punkrock gehört. Für mich ist Bitcoin auch Punkrock und immer gegen das System, weil ich halt gespürt habe, es ist falsch. Immer schon. Ich wurde geboren als ein einfaches Kind einer Handwerkerfamilie. Wenn irgendwas war, irgendwie ein Bleistift hat gefehlt, war sofort, der Dieb war auf jeden Fall der Marc, weil der kommt aus einem armen Haushalt. Und es hat dann so angefangen, dieser Weg hat mich geprägt, würde ich jetzt mal sagen. Dadurch wurde ich zum Rebell, weil ich mich immer schon wehren musste gegen die da oben. Seit 10 Jahren kriege ich nur in die Fresse und immer Gegenwind und Diffamierung und Stigmatisierung und negativer Wikipedia-Eintrag. Und das ist alles mir so fern. Es ist was in unserem Geldsystem, in unserer Finanzwelt aus den Fugen geraten. Da warne ich davor. Und das kann man jetzt entweder als dankbar hinnehmen, sagen, hey cool, da warnt uns jemand. Oder man sagt halt natürlich, nee, das ist alles nur Gewäsch. Wenn man was zu Bitcoin liest oder hört oder sieht, ist es immer negativ. Stromverbrauch, Riesenblase, Internetmoney, Dark Web, kriminelle Steuerhinterziehung etc. Also man versucht immer was Negatives mit Bitcoin in Verbindung zu bringen. Aber das Positive wird gar nicht gesehen. Und vom Bauchgefühl her weiß ich einfach, Bitcoin ist ein Geschenk des Himmels. Geschenk des Himmels? Ja, es wird alles verändern. Gigi ist mein Name. Also seit ich 2 Jahre alt bin, nennt mich jeder Gigi. Meine Mutter nennt mich Gigi, jetzt meine Frau nennt mich Gigi. Ja, I identify as a Gigi. Ich bin der Meinung, dass die Privatsphäre im Internet nicht sterben soll. Und es ist durchaus möglich, online Präsenz zu haben, ohne dass jeder weiß, wie man aussieht, wo man wohnt. Ja, der ganze Anzug, der ist daraus entstanden. Das war so die beste Möglichkeit, um nicht mein Gesicht zu zeigen. Ich sehe mich immer noch hauptsächlich als jemand, der einfach zu viel tweetet und zu viel auf Twitter ist. Und ich glaube, daher kennen mich ein paar Leute. Ja, ich komme aus der Computerecke, habe Informatik studiert und mein erster Kontakt dann mit Bitcoin war über diese Schiene. Ich glaube, ich kann einige Aspekte von Bitcoin relativ gut erklären. Nur die Verrückten glauben, dass Bitcoin eine sichere Wette ist. Ich gehöre zu den Verrückten. Ich bin der Meinung, es ist die sicherste Wette, die man eingehen kann. Aber die Menschen davon zu überzeugen, vor allem wenn man in einem grünen Anzug steckt, ist nicht ganz einfach. Well, I've been living in Bitcoin since 2013. My rabbit hole started with mining, and I co-founded the biggest Bitcoin mining farm of my country at that time. I come from Minnesota, so I'm pretty anti-government, but I'm not an anarchist. I'm a Bitcoiner. It's been Bitcoin what has been helping me, my family, and helping me also travel for the past 6-8 years. Today I feel a responsibility of one of the few Bitcoin voices from the community coming from Venezuela. For us Venezuelans, Bitcoin sometimes it's not like the solution or the alternative, it's the need. Wenn mich Leute fragen, was tust du eigentlich, dann bin ich immer sehr zögerlich, bis ich dann einmal sage, naja, ich mache einen Podcast über Bitcoin. Ich habe dann auch oft das Gefühl oder ich fühle mich dann irgendwie schlecht, wenn ich mir denke, die glauben alle, ich bin nur geldgeil. Ja?
Was aber überhaupt nicht stimmt, ja? Hello everybody and welcome to the Anita Posch Show, a Bitcoin-only podcast. Good to see you again. Hi Anita, how are you doing? Okay, so let's get into the topic of the day, as always, Bitcoin. Ja, ist neu. Ja? Ja, wenn mich... Ja, ich meine, bei euch ist es klar, was es ist, ne? Ja. Wenn mich sonst Leute fragen, sage ich meistens, ja, das ist Energie oder so irgendwas. Ich bin schon sehr tief drin, also Bitcoin ist schon sehr wichtig. Das ist mein Leben. Ich habe gemerkt, je mehr ich davon verstehe, desto sicherer werde ich mir, dass das ja wirklich eine bahnbrechende Technologie ist. Es gibt diesen Satz von Arthur C. Clarke, Physiker und Science-Fiction-Autor, der gesagt hat, jede hinreichend fortschrittliche Technologie wird als Magie empfunden. Und Bitcoin hat ja den Spitznamen Magic Internet Money. Und wenn man sich zum ersten Mal damit auseinandersetzt, ist es wirklich magisch. Ich sehe mich als Journalist ein bisschen, versuche ich so ein bisschen auf dieser Grenze zu surfen. Ich muss in diese Bitcoin-Welt eintauchen, um der Welt außerhalb darüber berichten zu können. Aber gleichzeitig darf ich mich nicht zu sehr von ihr vereinnahmen lassen. Ich hatte halt diese Idee, dass da mehr dahinter steckt, als bisher in den Medien tatsächlich berichtet wurde. Das war eben der Grund für mich zu sagen, okay, ich möchte weiter recherchieren. Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Willkommen zum Honigdachs. Yay, endlich wieder da nach der Sommerpause. Hallo Manuel, hallo Stefan. Ich kenne viele aus der Bitcoin-Community, die sagen, ich war mal der größte Skeptiker. Und mein Anspruch war es, herauszufinden, wo der Fehler ist. Und sie sagen immer, ich finde ihn einfach nicht. Ich habe ja lange Zeit fürs ZDF gearbeitet als Cutter und ich kann Noten lesen, also kann man mich gebrauchen, die Partitur mitlesen, wenn klassische Konzerte übertragen werden. So kommt das Geld rein. Jetzt aktuell frage ich mich aber schon, wie das alles weitergeht. Ich habe Lust auf eine Veränderung und könnte mir vorstellen, eher auf dem Bauernhof mitzuarbeiten, und solche Fragen stelle ich mir jetzt gerade. Deshalb ist es eigentlich schwierig zu sagen, was genau ich gerade bin. Bei mir war es halt so, dass ich so ein bisschen Erspartes hatte und mir war das eigentlich immer relativ egal. Das lag halt auf dem Tagesgeldkonto und hat mich jetzt nicht so interessiert. Mich gefreut, wenn diese Zahl größer geworden ist, so über die Jahre. Und dann kam aber irgendwann der Moment halt, wo ich von Negativzinsen gehört habe und irgendwie dachte, das möchte ich mir jetzt nicht bieten lassen. So kann das nicht gehen. Und dann über diese Auseinandersetzung mit meinem Sparguthaben, was ich da so hatte, bin ich halt auf den Bitcoin gestoßen. Eigentlich ging dann zum ersten Mal für mich in meinem Leben so eine Auseinandersetzung mit dem Thema Geld ging dann los. Es gibt unterschiedliche Qualitäten von Geld. Das musste ich erstmal lernen. Und das Geld, was wir benutzen, der Euro oder auch der Dollar, also jedes sogenannte Fiat-Geld, was es auf der Welt gibt, ist unfassbar schlechtes Geld. Ganz kurz gesagt, weil es keine Limitierung gibt. Man kann davon so viel herstellen, wie man möchte. Am Anfang hat mich das alle Nerven gekostet, weil ich gesagt habe, das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich jetzt hier irgendwie so im Vorbeigehen sowas aufdecke und dass diese ganze Fachwelt daneben liegt. Das kann nicht sein. Musik.
Ja, die meisten Leute, die anfangen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, das fällt sich so an, als würde man wie Alice im Wunderland in den Kaninchenbau fallen. Und es geht immer tiefer und tiefer und tiefer und man kommt von einer Kammer in die nächste. Also für mich ganz persönlich finde ich faszinierend, was der in mir für eine intellektuelle Auseinandersetzung angestoßen hat. Mit wie vielen Themen der mich in Berührung gebracht hat. The convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Eurem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. The Citizen Bitcoin Podcast. Also ich habe schon mich mit nichts anderem mehr beschäftigt. Im Netz, in Büchern, irgendwie Podcasts gehört und so, weil ich das irgendwie verstehen wollte, was da jetzt vor sich geht. Das Geldsystem zu durchdringen, zu verstehen, ist der Anfang einer langen Reise. Und wenn man da anfängt, dann stellt man alles in Frage. Wenn man erkannt hat, was Fiat-Geld ist und dass das überhaupt durch nichts gedeckt ist und dass unser Wachstum, unser Immerwährendes eigentlich der Grund ist für unsere gesamte Krise, dann wird es halt irgendwie spannend und augenöffnend. Jetzt stimmt's. Ja, die Bitcoiner, die sprechen oft von der orangen Pille. In Matrix gibt es ja die rote Pille und die blaue Pille. Und wenn man die Wahrheit wissen will, muss man die rote Pille schlucken und man wacht aus der Matrix aus und man sieht die echte Welt und man sieht das erste Mal mit voller Klarheit, wie die echte Welt funktioniert und was eigentlich passiert. Und für viele Bitcoiner ist der Eintritt in den Kaninchenbau sehr, sehr ähnlich wie die Reise von Neo, der aus der Matrix aufwacht. Man erwacht aus dieser Fiat-Welt. Man sieht zum ersten Mal, wie das Geldsystem funktioniert. Man sieht zum ersten Mal, was Geld überhaupt ist. Und die Bitcoiner nehmen eben die orange Pille sehr bewusst und wissen auch, dass sie sich auf einen Höllenritt einlassen. Aber es ist besser, diese höllische Wahrheit kennenzulernen, als in der Traumwelt zu bleiben. Good evening. Addressed the nation a number of times over the past 2 years on the problems of ending a war. America today has the best opportunity in this century to achieve two of its greatest ideals, to bring about a full generation of peace and to create a new prosperity without war. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. 1971 war der Tabubruch schlechthin. Wir hatten bis 1971 den goldgedeckten Dollar und alle anderen Währungen waren an den Dollar gekoppelt und damit hatten wir eigentlich überall einen indirekten Goldstandard. Der Goldstandard heißt einfach, man hatte ein System, ein Geldsystem, was durch einen natürlichen Rohstoff, der limitiert war, nämlich Gold, gedeckt ist. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Und 1971 hat dann Richard Nixon, der damalige US-Präsident, in der Nacht- und Nebelaktion internationales Recht gebrochen, indem er einfach gesagt hat, wir brauchen ein ungedecktes Geldsystem, wir müssen mehr Schulden machen und deswegen müssen wir jetzt den Goldstandard aufheben. Und ab dem Zeitpunkt hast du gesehen, wie die Schulden aller Staaten weltweit explodiert sind, exponentiell gewachsen sind und das Risiko natürlich immer weiter potenziert. Also ich wundere mich immer mal wieder über diese, weil diese Rede, die ist ja ganz klar. Nixon sagt, wir beenden hiermit temporär den Goldstandard. Wir sind nie zurückgekommen zum Goldstandard. Und da wundere ich mich einfach drüber, dass man sich da so gar nicht dran erinnert, dass wir eigentlich immer noch einen Notfall haben, den wir betreiben.
Unser jetziges Geldsystem heißt Fiat-Geld, weil man kennt es aus der Bibel oder aus dem Lateinischen, Fiat Lux, es werde Licht. Da unser jetziges Geld aus dem Nichts geschöpft wird, kreiert wird durch Kreditvergabe, also Schuldgeldsystem, können Banken aus dem Nichts Geld generieren. Deswegen heißt es Fiat Money, also es werde Geld. Also das Problem bei unserem Geld ist halt, dass einige wenige können das quasi herstellen. Das sind die Banker, die Zentralbanker, die halt entscheiden können, wer dieses frisch geschaffene Geld bekommt. Das Geld entsteht durch Kreditvergabe. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand zur Bank geht und einen Kredit aufnimmt für den Kauf einer Immobilie oder eines Hauses, dann ist es nicht so, dass dann die Bank irgendwie in den Keller runterrennt, einen Umschlag aufmacht und dann das Geld demjenigen gibt, sondern nee, die drücken auf den Knopf und das Geld entsteht einfach aus dem Nichts. Das ist Magic. Puh. Das Problem ist, das Geld, das geschöpft wird von den Banken oder von den Notenbanken, dessen System gepumpt wird, das kommt ja nicht in der Allgemeinheit an. Also da haben weder wir was davon, noch irgendwelche Leute in der dritten Welt. Das versickert zumeist an diejenigen, die nahe an der Quelle sind. Also Bankenindustrie, Aktienmärkte, Immobilienmärkte. Das ist der sogenannte Cantillon-Effekt. Im Endeffekt entsteht neues Geld und das gelangt in die Hände von bestimmten Leuten, aber nicht in meine. Das heißt, dass mein Geld halt an Wert verliert, je mehr es davon gibt. Unterm Strich von diesem Geld, desto wertloser wird mein Geld. Weil wenn die Geldmenge steigt und die Produktivität des Wirtschaftswachstums nicht gleichzeitig genauso stark steigen, musst du praktisch immer mehr Papiergeld auf den Tisch legen, weil die Kaufkraft, der Wert des Geldes immer weiter abnimmt durch die Inflationierung des Geldes. Unser Geldsystem basiert auf stetigem Wachstum. Wir müssen immer neue Schulden kreieren, damit dieses System wachsen kann. Wie viele Kühlschränke wollen wir noch verkaufen? Wie viele Urlaube, wie viele Handys und so weiter? Irgendwann haben wir alles. Wir haben jetzt schon alles. Ob wir jetzt noch eine 36. Packung Cornflakes haben mit dem Geschmack XY, sind wir völlig dahingestellt. Jedes Mal, wenn man einen Kredit ausstellt, ermöglicht man dem Gegenüber, Ressourcen zu verbrauchen, ohne dass dafür erstmal eine Leistung erbracht wurde. Die können sich an menschlichem Kapital vergreifen und uns quasi zur Arbeit bewegen. Sie können Naturressourcen verbrauchen. Und das alles passiert quasi auf Knopfdruck, wenn der Banker entscheidet, ja, das ist ein kreditwürdiges Gegenüber. Und außerdem möchte ich ganz nebenbei auch ein bisschen Geld verdienen. Wenn kein neues Geld geschöpft wird durch Kreditvergabe, durch neue Schulden, kollabiert das ganze Kartenhaus. Und das ist die große Angst der Notenbanken, weil sie wissen, wenn eine Deflation kommt, wenn eine Rezession kommt, wenn die Wirtschaft sich abschwächt, dann stehen sie immer gleich parat und drucken noch mehr Geld und versuchen die Konjunktur anzukurbeln, weil sie wissen, Stillstand ist für das System der definitive Tod. Niemand kontrolliert die EZB. Wer denn? Schon ein geniales Konzept.
Unser jetziges Geldsystem versklavt die Menschen. Ja, wir müssen arbeiten, wir müssen unsere Lebenszeit hergeben für ein Geld, was aber immer weniger wert wird. Ein Alleinverdiener konnte in den 80er Jahren noch eine Immobilie erwerben und eine dreiköpfige oder vierköpfige Familie ernähren und noch 2-3 Mal im Jahr in Urlaub gehen. Heute ein Ding der Unmöglichkeit. Und wir merken halt jetzt gerade, dass wir dann mit diesem System an so eine Grenze kommen, wo das eigentlich nicht mehr gut funktioniert. Wo zum Beispiel der Unterschied zwischen Arm und Reich zu groß wird. Wo eine zu große Verschwendung stattfindet aufgrund dieses Systems. Das System forciert quasi immer diese neuen Investitionen und diese neue, forciert quasi, dass wir alle im Hamsterrad strampeln und Vollgas geben, um quasi das Haus abzubezahlen. Das falsch gestrickte Geldsystem ist das Grundübel unserer jetzigen Situation und aller Probleme, die wir haben, jeder Krise, allem. Wir haben es dann auf die Spitze getrieben in den letzten 40 Jahren, nachdem halt dieser Goldstandard offiziell beendet wurde und damit quasi der Startschuss fiel, jetzt Geld in unbegrenzter Menge herzustellen. Und wenn man dann Geld hat, was hart ist, so nennt man halt Geld, was in seiner Menge begrenzt ist, was es sich lohnt zu sparen, dann hat man den Trouble nicht. Und das hat halt der Bitcoin perfektioniert, die Knappheit. Es hört nicht auf, faszinierend zu sein. Wie kann man etwas erschaffen, vor allem etwas, das aus Information besteht, von dem man nicht mehr machen kann? Also wir haben eigentlich zum allerersten Mal haben wir auf dem Planeten ein nachweislich knappes Gut. Und zwar so knapp, dass, wie sagt man denn da, unendlich knappes Gut. Das gibt es sonst nicht auf der Welt. Supply ultimately fixed at 21 million units. That's a very good thing. It's the hardest, strongest safe haven asset that we can find in the world. 21 million Bitcoin will be mined and that's it. It is a finite supply. Die Essenz von Bitcoin ist 21 Millionen. 21 Millionen. Niemals mehr. Das ist die Essenz. Egal, wie sehr man sich anstrengt, mehr Bitcoin zu machen, man wird nie mehr Bitcoin machen können, wie im Protokoll verankert. Die Grenze ist bei 21 Millionen. Und es gibt eben sehr interessante technische Gründe, warum das so ist und warum ich das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann. Also der Bitcoin schafft ja eigentlich Vertrauen durch Mathematik, dass halt jeder genau weiß, was da vor sich geht. Gell? Jeder kann das für sich selber in seinen eigenen vier Wänden verifizieren, wie der Bitcoin funktioniert und was der genau treibt. Jeder weiß, wie viel aktuell von diesen Coins im Umlauf sind, jeder weiß, wie viel alle 10 Minuten neu dazukommen und jeder weiß, was die endgültige Menge an Bitcoins sein wird. Und jeder, der sich ausreichend damit befasst, der wird vermutlich feststellen, dass diese Regeln unumgänglich sind. Das Vertrauen, das muss sich jeder selber erarbeiten. Und viele, und das ist auch gut so, sind am Anfang sehr skeptisch Bitcoin gegenüber. Und das würde ich auch jedem empfehlen, skeptisch zu sein. Der Vorteil ist, Bitcoin ist ultimativ transparent. Man kann sich alles angucken. Man kann den Code angucken und es gibt keine Hinterzimmertreffen, in denen irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Um Bitcoin zu verwenden, muss man Bitcoin nicht verstehen. Um das Internet zu verwenden, muss man nicht verstehen, wie das Internet funktioniert. Es gibt genügend Leute, die sind interessiert genug oder paranoid genug, die übernehmen diese harte Arbeit für dich. Und das sind auch die Leute, die dann aufschreien würden, wenn eben irgendetwas komisch wäre.
Also das ist eine Internetinfrastruktur, die für alle da ist, also allgemein gut eigentlich. Ja. Man sagt ja auch, Bitcoin ist das Geld der Leute für die Leute. Oder ein Bottom-up-Geld im Vergleich zu diesem Top-down-Geld, was wir jetzt haben. Das ganze Vertrauenskonstrukt ist deshalb ein ganz anderes wie in den bekannten Banksystemen, wo man quasi nur vertrauen muss. Du hast selbst gar nichts in der Hand. Du musst auf die Geldpolitik der Zentralbanken zum Beispiel vertrauen. Du hast kein Mitspracherecht und du hast auch keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Wie viele US-Dollar sind wirklich im Umlauf? Wie viele Euros sind wirklich im Umlauf? Die Basiseinheit ist nicht ein Bitcoin. Die Basiseinheit ist ein Satoshi, benannt nach dem Gründer. Also in einem Bitcoin stecken 100 Millionen Satoshis. Und wenn wir 100 Millionen Satoshis irgendwo zusammen haben, dann nennen wir es einen Bitcoin. Du kannst dir das so vorstellen, Bitcoin ist nichts anderes als eine Liste, wie ein langes, langes Excel-Sheet. Und in diesem Excel-Sheet, in dieser Liste steht drin, wer wem etwas schuldet. Es gibt keine Bitcoins, es gibt nur ein Kassenbuch, in dem die halt aufgelistet sind. In dem Kassenbuch steht drin, dass Wallet X gehört ein Betrag Y an Bitcoin. Alle 10 Minuten wird dieses Kassenbuch ergänzt um ein paar neue Einträge. Das nennt sich dann Block. Und die Historie dieses Kassenbuchs wird aber nicht mehr angetastet. Das bleibt alles da drin stehen. Das ist ein total faszinierender Aspekt von diesem Bitcoin. Das, was in dieser Blockchain drin steht, das ist sicherer als in Stein gemeißelt. Was ein Bitcoin ist und was es heißt, ein Bitcoin zu besitzen, ist eine relativ schwierige Frage. Freiheit, Selbstbestimmung, aber natürlich nur, wenn du deine Keys selbst hältst. Ja? Bitcoin ist geheime Information. Das ist, was Bitcoin ist. Wenn du Bitcoin besitzt, dann besitzt du geheime Information. Und diese Information kann zum Beispiel aus 12 Wörtern bestehen. Also man nennt das einen Private Key, einen privaten Schlüssel. Wenn ich meine Coins bewegen will, also jemandem anderen schicken will, dann muss ich im Besitz des Private Keys sein. Das Netzwerk akzeptiert nur Transaktionen, die mit dem Private Key signiert worden sind. Wenn ich einen technischen Fehler mache, dann ist das weg. Oder wenn ich mich ungeschickt verhalte und jemand irgendwie an meinen privaten Schlüssel kommt, dann nimmt er sich das halt. Also es gibt keine Hotline, wo man sagen kann, mir ist da was passiert und dann springen die ein oder so oder helfen einmal kurz. Das geht halt nicht. Man hat wirklich selber die volle Verantwortung. Ja, und das sollte man auch ernst nehmen, wenn man das macht. Bitcoin ist nichts anderes als eine Liste, die ständig erweitert wird. Ist reine Information. Aber das ganze Bitcoin-Netzwerk ist eben nicht nur Information. Bitcoin hat eine physikalische Realität, dank Proof-of-Work-Mining. Die Aufgabe der Miner ist, also Miner sind quasi, arbeiten im Dienste des Bitcoin-Netzwerkes. Die Miner, die spielen sozusagen ein Spiel mit. Im Westen kann man das so verstehen wie ein kleiner, hochspezialisierter Supercomputer. Und der probiert, eine gewisse zufällige Zahl zu finden. Und wenn die gefunden wird, dann hast du diese Runde im Bitcoin-Netzwerk quasi gewonnen. Kannst jedem erzählen, hey, ich habe die Zahl gefunden. Und das Bitcoin-Netzwerk bezahlt dich mit Bitcoins dafür. Alle 10 Minuten ist der Herzschlag von Bitcoin. Alle 10 Minuten werden neue Bitcoins ausgeschüttet.
viele sagen auch, alle 21 Millionen Bitcoins existieren schon, die Miner müssen sie nur finden. Das heißt, Bitcoins werden eigentlich nicht generiert, sondern die werden gefunden. Das ist so ähnlich wie beim Goldschürfen. Es braucht Zeit und Aufwand, um Gold zu schürfen. Und beim Bitcoin-Schürfen ist das genau gleich. Es geht nicht ohne Zeit und es geht nicht ohne Energieaufwand. Und das ist der Schlüssel zu Bitcoin im Sinne von, warum Bitcoin Sound Money ist, warum es gesundes Geld ist. Weil du kannst es eben nicht aus dem Nichts erschaffen. Du musst etwas dafür tun. My name is Juan José Pinto. I'm the founder of Dr. Miner, a Venezuelan mining company dedicated to build the mining industry in Venezuela. All the energy source that we use comes from renewables, from hydropower. Venezuela has the third largest hydro dam in the world. Approximately we mine around one Bitcoin every 10 days, so 10% of a Bitcoin every day. To me, Bitcoin is the flag of freedom, the best or the main ingredient that makes that dream possible or that idea possible is Bitcoin mining, because it's the technology that allows Bitcoin to operate in a decentralized way. But everywhere in the world there has to be a well-developed mining industry, because it's the secret behind decentralization, the secret behind freedom. That's what Bitcoin is bringing to the world. ~40% of Bitcoin hash rate went down because the Chinese government decided to shut down Chinese miners. They decided to crack down mining in general because of their personal reasons. I think the main reason is because they are afraid of Bitcoin. And that could happen in Venezuela too, and it can happen in any other country too. So that's why I think it's important to have a well-developed mining industry in every single country, so that if one country goes down, then you have the other 360 other countries ready to contribute to the security of the network. Die beste Linse, um Bitcoin zu betrachten, ist die biologische Linse. Es verhält sich wie ein großer Organismus, der sich über die ganze Welt erstreckt. In Tokio wurden Experimente gemacht, wie man am besten Städte miteinander verbindet. Und man nimmt einfach Pilzkulturen und lässt die diesen Weg organisch finden. So funktionieren moderne Netzwerke, so funktioniert auch das Internet. Und meiner Meinung nach, Bitcoin funktioniert genau gleich durch eben diese Mining-Infrastruktur und dadurch, dass es ein dezentrales Netzwerk ist. Was all diese Dinge gemeinsam haben, sind, sie sind dezentrale, selbstorganisierende Organismen. Es gibt keine Hotline, kein CEO, kein Headquarter. Deshalb kann man ihn auch nicht ausschalten. Man müsste quasi tausende von Rechnern auf der ganzen Welt müsste man finden und alle vernichten und verhindern, dass in der gleichen Zeit woanders neue aufgestellt werden. Also wenn man das White Paper von Satoshi Nakamoto liest, dann erkennt man erstmal, wie genial dieses Modell ist. Ist die Frage, kann ein Mensch das erfinden oder kann ein Mensch das erfinden? Ich glaube, das muss irgendwas Außerirdisches sein oder irgendeine höhere Macht sein. Es ist ein Geschenk des Himmels, weil er absolut altruistisch ein absolut geniales, fast nicht menschliches Konzept kreiert hat und uns geschenkt hat und dann verschwunden ist. Es ist wie Jesus 2.0 eigentlich. Bitcoin ist ein Kind der Krise, aber auch ein Kind aus der Natur, basierend auf der Mathematik
im natürlichen Gesetz. Genial. Bitcoin wurde gegründet, um die Welt zu bereichern und nicht um gewisse Individuen zu bereichern. Und das ist der Unterschied zwischen Bitcoin und allen anderen Coins. Das ist der Unterschied zwischen Bitcoin und Shitcoins. Und deswegen nennen wir sie auch Shitcoins, weil es geht nicht darum, die Welt zu bereichern. Es geht darum, sich selbst zu bereichern als Gründer von diesem Shitcoin. Und das ist der große moralische Unterschied zwischen Bitcoin und allen anderen Projekten. Bitcoin ist ein unglaublich gefährliches Projekt und es gibt gute Gründe, warum Satoshi Nakamoto immer anonym geblieben ist, aber auch sich komplett zurückgezogen hat daraus. Es fordert halt große, etablierte und mächtige Strukturen heraus. Satoshi Nakamoto hat lange an dem Code für Bitcoin geschrieben, mehrere Jahre schon im Voraus. Deswegen ist auch dieses Timing, das 2008 in der Finanzkrise zu veröffentlichen, war ein bewusstes Abwarten, dass eben dann die Times diese Schlagzeile hatte, vielleicht hat er auf diesen Tag gewartet. Denn Bitcoin brauchte einen gewissen Gründungsmythos. Und der wurde eben bestärkt dadurch, durch diese Verankerung der Schlagzeile. Es ist das Schatzkanzler kurz vor zweiten Bankenrettungspaket. Das darf man nicht unterschätzen, diese Symbolik, weil es eben Leute gibt, die sagen, ich bin nicht bei Bitcoin dabei, um reich zu werden, sondern es geht mir tatsächlich darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also wenn ich das wäre, stelle ich mir manchmal vor, in der Kneipe, nach drei Bier, würde ich das doch ausplaudern, dass ich es bin. Aber diese menschliche Größe zu haben, ich habe mich aus dieser Gleichung eliminiert, das finde ich eigentlich das Magische daran. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie das geht. Man kann Bitcoin auch unter religiösen Aspekten betrachten. Das ist so, wir haben diesen mystischen Gründer, der irgendwann wieder verschwunden ist. Es gibt so diese heilige Schrift, es gibt die Bitcoin-Jünger. Es gibt eindeutig viele Parallelen und ich finde das hauptsächlich sehr lustig. Es ist eine Idee, die eine echte, reale Manifestierung in der physikalischen Welt hat. Um religiöse Sprache zu verwenden, Bitcoin ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Das könnte man natürlich mit einem Schmunzeln auf dem Gesicht so von sich geben. Venezuela, Bitcoin really took off because of the inflation process. And then eventually in 2017, the hyperinflationary process in the Venezuelan economy. For us Venezuelans, Bitcoin, sometimes it's not like the solution or the alternative, it's the need. So over the past 35 years, we've lived this reality in Venezuela in which the Bolivar continues to depreciate monthly, weekly, and now daily, right? Sometimes you wake up overnight and you see your savings losing over 35, sometimes even 50% of their purchasing power just in one day. I would say that sometimes just in hours.
¿Cuánto vale un dólar en bolívares? Bueno, ahorita lo estamos pagando en 3.200. ¿3.200? Ajá, 3.200. ¿Cada cuánto tú varías los precios? Pero si varía 5 veces a la semana, ¿y que varían los 5 veces? Lamentablemente. Bastante, porque cada vez que vamos al supermercado, pues se compra menos y se paga más, ¿sí? Ha sido bastante fuerte. Bueno, sé que la hiperinflación ha subido demasiado en estos últimos años. De hecho, es casi que imposible vivir aquí. Bueno, últimamente estoy ahorrando en dólares. Ya no se maneja tanto el bolívar, pero es que tenemos igual inflación en dólares. Entonces, ¿cómo es que lo mismo? ¿Sabes? Pero sí, sí pega. Only 4% of Venezuelans hold a bank account internationally. And the rest, the other 96%, they're living in poverty. We stepped in a form of modern dictatorship and modern communism. Many people were leaving Venezuela after the riots started picking up in the country. Everybody trying to get rid of Maduro. All of us, my generation specifically, trying to have voice once again, right? Today, Venezuela is a very, in a way, peaceful and quiet place because so many people left the country. Over 6 million Venezuelans left it. We got tired because I saw so many friends of mine got killed on the streets. In a way, you want to find peace. And when you see that this new form of money is accessible via the internet, just having a cell phone, a smartphone, a computer at home. It's not backed by any government. So in a way, Bitcoin will never get its hands filthy because it doesn't even have hands. Sí, conozco que es Bitcoin. Lo una vez intenté comprar, pero no me atreví y bueno, ahí quedó. Sí, desde un punto de vista sí, lo que pasa es que todavía no se ha incrementado como el 100% aquí en Venezuela. Pero yo creo que es una manera muy rápida. Conozco personas que compraron y comenzaron a minarlas en aquel momento y bueno, han hecho algo de respaldo de dinero a través de ellas. Si la ponemos semanalmente, podría decirte del 100% de las ventas, un 10% se hace en Bitcoin, que es la criptomoneda más utilizada aquí en la tienda. Bitcoin is already from 5 to 7% of all of the transactions that are occurring inside the Venezuelan economy. You can pay already for food at one of the biggest supermarket chains in Venezuela. I want to transform. I want to be part of the few enthusiasts of my country. So I'm helping different banking and banking peers in my country to figure out the best way to include Bitcoin into their financial services and all of the financial products that they offer. Because that is the actual way that I will be able to provide Bitcoin exposure into poor people in Venezuela. Thank you.
ich habe Gott sei Dank mit Bitcoin was gefunden, was mich wirklich total interessiert. Ich habe mein Leben lang, ich wollte immer selbstständig sein, aber nie gewusst, womit eigentlich jetzt genau. Ja. Ich würde das wahrscheinlich auch alles, was ich mache, nicht mit dieser Energie machen, wenn es wirklich nur ein Spekulationsobjekt wäre. Nur ich glaube, es gibt halt viele Missverständnisse, auch weil es etwas so gänzlich Neues ist, dass man es nicht einordnen kann. Auf Bitcoin, Twitter etc. bekommst du immer wieder mit, ja, Venezuela und Zimbabwe, Hyperinflation, das sind Länder, in denen Bitcoin so richtig sich entfalten wird und wofür der Use Case eigentlich da ist auch. Da habe ich mir gedacht, ich möchte mir das mal ansehen. Und eine Freundin von mir lebt sehr oft, also viel Zeit in Zimbabwe, und die habe ich halt besucht und habe dann dort Interviews geführt mit Leuten, die schon seit ein paar Jahren Bitcoin benutzen, wofür sie es benutzen, was sie damit tun. Wenn man die Geschichte von Zimbabwe sich ansieht, wie oft dort den Leuten das Geld weggenommen wurde, oder 2019 zum Beispiel, der US-Dollar ist legales oder gesetzliches Zahlungsmittel auch dort. Und da wurde dann von einem Tag auf den anderen gesagt, ab so und so vielten werden eure US-Dollar in den neuen Zimbabwe-Dollar RTGS umgewandelt. 1:1, ihr braucht keine Angst haben, es bleibt gleich viel wert. Haben alle Leute gewusst, dass das nicht gleich viel wert bleiben wird. Die haben denen quasi das Geld weggenommen, ja? Weil das ist jetzt nur mehr 20% dessen wert, was es 2019 wert war. So, as I said before, the maximum will be 21 million Bitcoin. So we are here at the moment with 12.5 Bitcoin for every miner. Ich habe einen Vortrag in Zimbabwe gehalten zum Thema und habe eben Bitcoin erklärt, was es ist, was es kann, wie man es am sichersten benutzt. Und das Bemerkenswerte ist, dass die dort sofort verstehen, was nicht inflationierbar heißt, unzensurierbar heißt, dass es ihnen nicht weggenommen werden kann. Wenn du mal begonnen hast zu nutzen und die Vorteile siehst, warum solltest du wieder aufhören? Und du erzählst das ja auch den anderen. Ja? Die Menge an Bitcoin-Trading, wie man sagt, oder halt Bitcoin-Nutzung steigt eindeutig. Und das brodelt meiner Meinung nach. Ja? Also das ist nicht aufzuhalten. Meine große Hoffnung ist, dass es das globale Interagieren, einfach so wie es das Internet auf Kommunikationsebene geschaffen hat, dass diese Einfachheit auch im Finanzbereich oder mit Geld möglich ist, dass ich einfach 30 Euro nach Zimbabwe schicken kann in 5 Minuten. Ja. Ich habe Freunde und Freundinnen, die interessieren sich dafür, die fragen mich, die haben auch begonnen, selbst ein bisschen Geld beiseite zu legen in Bitcoin. Und dann gibt es die, wo ich überhaupt nicht über das Thema rede, weil die auch nicht fragen. Und insofern ist die Community super, weil man sich da austauschen kann. Twitter ist das Schlachtfeld der Ideen. Twitter ist, wo sich zurzeit die Bitcoin-Welt trifft, um sich über Bitcoin auszutauschen. Wahnsinnig bunte Mischung, wo man sich erstmal fragt, wo bin ich denn jetzt gelandet, so, wenn man die studiert. The orange pill is here for you, and I am with Christine Lagarde. Where is Madame Lagarde? Christine Lagarde! She's three chefs, SAP!
Right. You know, the Christine Lagarde way of living is coming to the rest of the world. We're going to get the high taxes here in America. Oui, les taxes sont beaux. C'est beau pour les taxes, c'est beau. C'est beau parce que j'ai besoin de croissants, de club de bois. There's no race, there's no age, there's no ethnic group in Bitcoin, there's no nothing. There's just a complete understanding of that we are defending the same thing here. Für mich ist Twitter hauptsächlich Unterhaltung und Belustigung. Der Bitcoin-Diskurs wird auch gern als Meme-Warfare bezeichnet. Also die Kunst, ja, sehr viel Information in kleine, informationsdichte Formate zu packen. Und das sind oft eben Bilder oder GIFs oder kurze Videos. Ja, ich glaube, eines meiner Lieblingsmemes ist eines der ältesten Memes in der Bitcoin-Welt und das ist das Meme von Matrix. Und da steckt sehr viel mehr Wahrheit drin in diesem kurzen Meme, als es zuerst den Anschein hat. Eigentlich wollten wir ja nach Miami und das geht aber nicht, dass man da direkt einreist, sondern man muss vorher in einem zugelassenen Land Quarantäne machen, 2 Wochen lang. Und wir haben uns halt Mexiko ausgesucht und das wird halt die bisher größte Bitcoin-Konferenz, die die Welt je gesehen hat. Ich wäre lieber, das würde langsam und gemütlich ansteigen. Das wäre doch viel schöner. Ich wusste überhaupt nichts von Bitcoin und habe auch nur irgendwie gedacht, das ist halt irgendwie so ein Spekulationsobjekt-Ding. Und irgendwie Finanzen haben mich nie interessiert und da habe ich es jetzt erstmal abgetan. Und so war die Reaktion auf die ersten 3, 4 Versuche, die von dir ankamen. Genau, da habe ich ihm irgendwie eine Chance gegeben, dem Thema, und habe mir die Quellen, die er geschickt hat, auch mal näher angeguckt. Und dann ging es irgendwie relativ fix, dass ich gemerkt habe, okay, krass, da lohnt es sich mal näher hinzugucken. Nichts miteinander zu tun gehabt eigentlich. Doch, wir haben uns schon aber. Wir haben uns halt nicht über Bitcoin unterhalten. Ja, irgendwie ist ein bisschen eingeschlafen, unser Kontakt vorher, gell? Und durch Bitcoin ist das eigentlich wieder aufgeblüht. Das freut mich eigentlich total, ja. Ich weiß nicht, eigentlich sind solche Events jetzt nicht so mein Terrain. Wenn irgendwo viele Leute sind, dann bin ich jetzt nicht der Erste, der dahin rennt oder so. Aber in dem Fall, ich habe einfach das Gefühl, es geht um was super Entscheidendes. Irgendwie ist das cool, dabei zu sein. Mir geht schon so ein bisschen so, als komme ich mir vor wie so ein Teen, der jetzt auf so ein Konzert geht von beim Tokyo Hotel und seine großen Stars. Wieso kommt es mir vor? Wo müssen wir denn lang? Falsche Richtung, da. Da lang. Ja? Ja? Ha, ha, ha.
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin auf der falschen Veranstaltung mit dieser ganzen Partymusik und den schnellen Autos. Alrighty, Michael Saylor. Bitcoin links together 8 billion people, links together 100 million companies. It synchronizes the world across political jurisdiction, and it returns rationality to the entire financial system, and it returns freedom and property rights to the human race. That's what I think is cool. Right. So basically, one thing I find interesting is a lot of people point out that Bitcoin is complicated, that it's technically challenging to learn. But the funny thing is, if you explore how the existing monetary system works on a global level, it's a Rube Goldberg machine of just madness under the surface. Hello, Miami. Welcome, Jack. Why are you on stage with a human rights activist? What does Bitcoin have anything to do with human rights? Isn't it just about investment? Not for me. I mean, for me, that like Bitcoin changes absolutely everything. I don't think there's anything more important in my lifetime. So when we think about banking the unbanked, what's your vision for like what is most important for helping onboard people into this new system? Well, we don't need the banks anymore. Es waren einige Highlights, die wir jetzt gerade gesehen haben. Und es ist wirklich so schwer zu ertragen, dass diese Highlights hier im geschlossenen Raum stattfinden mit vielleicht 10.000 Menschen und in der Welt kaum jemand was davon mitbekommt. Es ist echt ein bisschen traurig. So today we're going to talk about Bitcoin for countries. And in particular, the human freedom and financial inclusion that Bitcoin for countries brings. El Salvador is a great example. Over 70% of the active population in El Salvador doesn't have a bank account. They're not in the financial system. I went and I lived there. I lived there for almost 3 months. And so then I got a message on behalf of the president of the country. My name is Andrés Bukele and I'm president of El Salvador. We didn't take care of the beautiful idea that we create our own future, that we as humanity can do almost anything that we imagine. I believe Bitcoin could be one of these ideas. That is why next week, I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. Das ist jetzt eigentlich was passiert, was einige erwartet haben, aber was jetzt doch irgendwie als Überraschung kam, nämlich dass ein kleines Land beschlossen hat, dass Bitcoin legal tender ist. Also dass es offizielles Zahlungsmittel ist in diesem Land. Das ist was mega Besonderes. Und das haben wir jetzt gerade erfahren. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das dass weitere Länder folgen, das auch machen, gell? Also das Event war ja auch irgendwie schräg. Man trifft ja die verrücktesten Leute da. Es ist halt es ist irgendwie eine Handvoll Menschen, die wissen, dass es hier eigentlich um alles geht. Dass Geld und Staat sich trennen, dass das überhaupt funktionieren kann, kann man sich so erstmal gar nicht vorstellen. Aber wenn man hier war, dann weiß man, dass das sich wahrscheinlich nicht gut aufhalten lässt.
Die Notenbanken werden alles versuchen, um Bitcoin zu diffamieren, zu stigmatisieren. Hauptsächlich wird in der Arena der Ideen werden die Attacken kommen. Das heißt, Bitcoin ist schlecht, Bitcoin verbraucht zu viel Energie, nur schlechte Menschen verwenden Bitcoin, Bitcoin ist ungerecht, Bitcoin sind ungleich verteilt. For those who had assumed that it might turn into a currency, terribly sorry, but this is an asset and it's a highly speculative asset. Which has conducted some funny business. Die Leute, die Bitcoin kritisieren, sind häufig die, die sich am wenigsten damit auseinandergesetzt haben. Ich habe auf meinem Blog ja auch gesammelt Berichterstattung und habe die dann versucht einzuordnen und zu kritisieren und habe dann teilweise auch den Redaktionen zurückgeschrieben. Bitcoin-Schürfer verbrauchen mehr Strom als ganz Dänemark. Ich meine, es gibt viele Sachen, die verbrauchen mehr Energie als Dänemark. Aber ist das gut oder ist das schlecht? Waschmaschinen und Wäschetrockner brauchen auch sehr viel Energie. Man könnte die Wäsche auch einfach aufhängen und sich die Energie von allen Wäschetrocknern sparen. Warum wird das nicht gemacht? Die ganze Energie, die von Wäschetrocknern verschluckt wird, könnte das Bitcoin-Netzwerk zurzeit betreiben. So viele Wäschetrockner haben wir auf der Welt. Es geht bei der Energiefrage immer um eine Wertefrage. Natürlich, wenn ich diese Ansicht habe, es ist sinnlos, wir brauchen Bitcoin nicht, ja, würde ich es auch abdrehen. Natürlich, weil wozu? Das ist ja Energieverschwendung, aber es ist keine Energieverschwendung. Den Bitcoin gibt es jetzt gerade mal 12 Jahre. Es kann nicht sein, dass der das Klima kaputt gemacht hat. Also ich glaube, dass das Fiat-Geldsystem viel schlimmer ist als Bitcoin oder das eigentlich alles erst verursacht hat. So, oh, Meinung, sehr schön. Bitcoin ist böse. Kann man vertreten, diese Meinung, aber die Frage ist, wie kann denn etwas, ein Phänomen böse sein? Können nicht nur Leute böse sein, die etwas damit machen? Also ist so die Frage, ist Geld böse? Ja, nein, sind Autos böse? Ist das Internet böse? Schwierig, würde mich interessieren, wie das begründet ist. In Amerika hat jetzt ein Senator, glaube ich, gesagt, ja, Bitcoin-Nutzer sind ja de facto alle mit einem Fuß im Kriminal, auf Deutsch übersetzt. Ja? Also die sind ja alle verdächtig. Da denke ich mir dann schon, hey, also echt, ja? Also der Großteil von uns sind ganz normale Leute. Ja? Bitcoin ist eine große Blase. Stimmt, teilweise. Bitcoin hat immer Phasen, wo sich der Kurs wie eine Blase verhält und dann platzt die Blase und er stürzt wieder ab. Aber das sind halt nur einzelne Ausschnitte. Das Geheimnis ist halt, dass man drinbleiben muss. Wer nicht verkauft, hat immer Gewinn gemacht. Bitcoin ist in einem exponentiellen Monetarisierungsprozess. Und man sieht das ganz schön, wenn man da jetzt die Bitcoin-Kurven, also der Preis geht irgendwie so. Und dann geht es so. Okay? Mhm. Gut. Das war 2013 und das war 2015. Dieser Graph hier, quasi dieses Riesending, das ist dann das. Das sieht man gar nicht mehr. So schauen die Preisgrafen von Bitcoin aus. Und das wird so weitergehen wahrscheinlich. Ja, ich fand das am Anfang sehr irritierend irgendwie, die Vorstellung, dass man jetzt vielleicht reich wird, aber also im Endeffekt wahrscheinlich ist es so, aber was soll man damit? Eigentlich ist das große Ganze viel interessanter, was das hier bringen wird. Carolina Panthers offensive tackle Russell Okung is now the first NFL player to get half his salary in Bitcoin. Right now we have congressmen, we have senators, we have members of government, we have CEOs, we have 100 million individuals out there that have it.
I encourage people to buy and hold. I encourage them to save Bitcoin for their retirement, for their future. Gesundes Geld hält über einen längeren Zeitraum den Wert besser auf wie ungesundes Geld. Und da Bitcoin gesundes Geld ist, geht man davon aus, dass über lange Zeiträume Bitcoin den Wert sehr viel besser hält als zum Beispiel der Euro oder der US-Dollar oder andere Fiat-Währungen. Ich glaube, was gut ist daran, ist, dass langfristiges Denken gefördert wird. Also diese Art zu sparen und auf Geld zu achten in einer gewissen Art und Weise. Ich hoffe auf weniger eben Konsum. Je mehr Leute Bitcoin kaufen und Bitcoin halten, desto höher der Preis. Die Frage stellt sich, kaufe ich mir diesen Plastikschrott, den ich vielleicht nicht brauche, oder nehme ich die 10 Euro und stecke sie in Bitcoin und warte 5 Jahre? Die meisten Bitcoiner, die ich kenne, die werden immer minimalistischer und sparen mehr, probieren, so wenig Geld auszugeben wie möglich. Es hat mein Leben komplett umgekrempelt. Guter Freund von mir hat den Spruch auf die Bühne gebracht. Und ich stimme ihm zu. Ich glaube, die Welt ist ein sehr viel besserer Ort, je mehr Leute das machen. Weniger Verschwendung. Zu den Zeiten des Goldstandards, ich glaube, da war das Hamsterrad nicht so intensiv. Da hat man sich mehr auf seine Spezialität wirklich konzentrieren können, man hat sich spezialisieren können, hat einen gewissen Wohlstand sich angespart und der Wohlstand hat sich auch gehalten. Und ich glaube, das ist was, was über einen Bitcoin-Standard wieder entstehen kann. In wie vielen Jahren haben wir den Bitcoin-Standard? 2029. 2029? Ja. Hast du es durchgerechnet? Wie bitte? Hast du es durchgerechnet oder woher weißt du das? Göttliche Eingebung. Ne? Okay. Das heißt, es wird das letzte Geld sein? Mir gefällt dieser Gedanke, ja. Ich sage mal, die nächsten 7 Generationen mindestens, die noch nachkommen, ist Bitcoin auf jeden Fall das letzte Geld. Bitcoin wird uns die Freiheit geben, auch zu überlegen, was will ich wirklich im Leben, worauf kommt es an? Und es wird uns als Menschheit auf eine komplett neue Bewusstseinsstufe katapultieren. Es stimmt mich unendlich optimistisch. Ich bin der Meinung, Bitcoin bekommt das in den Griff, dass wir unser Geld wieder fixen können und dass das Geld wieder besser wird und dass mehr und mehr Leute umsteigen auf das neue System, was besseres, gesünderes Geld hat und aussteigen aus dem alten System, was korruptes, schlechtes Geld in sich hat. Governments and central banks try to make fun of Bitcoin. It's just them taking advantage of people that don't know yet. Because unfortunately, not many people know yet. But we will be enough. Once we hit the 1 billion Bitcoiners globally, the globe will have changed, man. We will eat them. Bitcoin wird die ganze Kaufkraft inhalieren, wird alles aufsaugen wie ein schwarzes Loch und ist halt unserem jetzigen System massiv überlegen. Das wissen die Notenbanken und deswegen geht ihnen der Arsch auf Grundeis. Ich freue mich am meisten, da weiterhin an der vordersten Front dabei zu sein und das zu beobachten, was passieren wird mit der Welt und was passieren wird mit Bitcoin. Es gibt keinen einzigen langweiligen Tag in Bitcoin. Bitcoin wird nicht weggehen. Es ist wie das Internet. Es wird nicht weggehen, es wird nur wachsen. Und die Welt wird, jeder für sich muss lernen, damit umzugehen. Jeder für sich wird mit Bitcoin in Kontakt treten. Früher oder später. Thank you.
das ist halt so ein, wie so eine Naturgewalt ist das. Das ist jetzt da. Es ist völlig klar, dass das nicht mehr weggeht. Das kann man nicht ausschalten, das kann man nicht verbieten, das wird einfach weitergehen. Und ich glaube, der Bitcoin hilft uns eigentlich, die Möglichkeiten so zu verteilen, dass jeder eigentlich viel, viel, viel mehr Zeit hat, um Dinge zu tun, auf die er einfach Lust hat und die er nicht machen muss. Das ist einfach spannend. Was möchte ich denn eigentlich machen mit meiner Zeit? Möchte ich vielleicht mal eine Zeit lang gar nichts machen? Oder möchte ich mir überlegen, wo ich jetzt wirklich mal sinnvoll anpacken kann? Es ist ein gutes Abenteuer, was uns bevorsteht.